Hallo, ich bin wieder zurück aus der klitzekleinen Pause und es geht weiter mit Farming Simulator 22 und unserer schönen kleinen Farm am Hafen in der nordfriesischen Marsch. Ja, für alle, die dazugekommen sind, wie immer ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke, danke für die Geduld. Ja, hier sieht es tatsächlich auch so aus, als würde er das jetzt hinbekommen haben, weiß ich nicht. Muss ich gleich gucken. Den muss ich auf jeden Fall nach der Bahn abbrechen. Ansonsten passiert zwar nichts, aber der Walz natürlich dann da irgendwie falsch übers Feld. Das bringt natürlich nichts. Ne? Dass der Walz dann trifft sich da mit dem anderen Traktor gleich. Okay. Entweder ich setze den zwischendurch nochmal auf, das wäre eine Möglichkeit. Oder ich warte einfach. Aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass der so wahnsinnig schnell ist, werde ich den gleich einmal zum Space rüberfahren, da wo der andere schon fertig hat, genau, und da an der Stelle weitermachen. Wenn ihr Worte findet, die mir fehlen, schreibt sie mir. Irgendwie habe ich heute leichte Wortfindungsprobleme hier. So, das wird noch ein bisschen dauern, bis der am Ende ankommt. Der scheint. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Hat es ja nicht auf die. Nee, doch, hat er dann. Der hat das auf die Kette gekriegt. Der hat das immer ordentlich gemacht, aber der andere nicht. Er nicht. Der hat das nicht ordentlich gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ob der ordentlich wendet oder nicht. Ich habe die jetzt ganz exakt gleich eingestellt. Das heißt, dem die Einstellung gegeben von dem anderen. Vermute, dass es am Pathfinder lag. Bei der aktiv war hier im Wendemanöver und bei dem anderen war er nicht aktiv. Gucken, ob der schafft, geradeaus rückwärts zu fahren. Oder nicht. Ach, guck. Alle Hilfsmittel an, ist nicht immer besser. Auf einmal geht es auch gerade. So, der hat es gleich geschafft. Aber da haben wir noch einen, der voll ist. Den kann ich mal wegbringen. Kann ich mal so zwischendurch hier machen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal dieses Silo hier voll. Das als erstes und danach das andere. So viel dürfte da auch jetzt eigentlich gar nicht reinpassen mehr. Ich glaube, da passt keine hundertprozentige Füllung mehr rein. Da passt zwar viel, aber nicht so viel. Nee, ein bisschen was wird überbleiben. Hier haben wir dann nochmal. Da, das andere Silage-Silo. Wow, wie viel muss da rein? 2,5 Millionen passen da jetzt wieder rein.
2,5 Millionen habe ich überhaupt kein Gras mehr im Lager. Ist dann alle? Jetzt habe ich so viel Gras immer, dadurch, dass ich das große Feld da immer schön abmähe. Und da reicht trotzdem nicht. Und voll. Wer blockiert von wer? Wer blockiert? Ach du lieber Gott. Genau. Ohne Pathfinder fährt er ganz gerade zurück. Gut zu wissen. Gut zu wissen, was da negativ reingespielt hat. So, dann werfen wir hier vorne noch mal einen Blick. Ich fange mal einfach da hinten an. Und dann lasse ich den hier noch ein paar Bahnen fahren. Und das hier wäre die nächste, die ich fahren kann als komplette. Die hier, die wäre nur zum Teil, deswegen bringt das nichts. Nochmal fahren muss, wenn der die Seemaschine hier angekommen ist, die andere. Also fange ich mit der hier an. Die Richtung kann ich leider nicht umdrehen. Das UI wenig vor, aber das ist nicht schlimm. Rot ist super. Rot ist ein Startpunkt, den nehme ich.
Oh, weitermachen. Und weitermachen. Habe ich so ziemlich genau noch 2,5 Millionen Gras drin. Und dann war es das. Ich denn noch irgendwo Rasen mähen? Das ist eine gute Frage, ne? Glaube, auf den beiden hier ist gerade. Müsste theoretisch drauf sein. Auf den beiden hier unten auch. Denn Gras habe ich ja ausgemacht hier. Genau. Ja, 47 und 48. Da ist sogar welches drauf. Aber wenn ich die jetzt kaufe, dann behalte ich die auch. Ich mache das nicht wieder so, dass ich, wie ich das am Anfang mal gemacht habe, um ein bisschen Gas zu geben, dass ich gesagt habe, ich kaufe Felder, ne, oder mähe die ab und verkaufe die danach wieder. Das Land dazu kaufen, dann behalten wir das. Na, guck mal. 628.000, das können wir nehmen. Er ist gekauft. Und die 143 kaufen wir auch. Kaufen. Einundsiebzig und 143. What? Das hier gibt. Okay. Also. Dann wollen wir mal. Erstmal werde ich hier oben eine Kleinigkeit umarbeiten. Werde erstmal aus den beiden Feldern eins machen. Einmal kurz mit dem Flug zwischendurch. Dann sollte das auch als ein Feld erkannt werden. Kann ich auch gleich einmal an der Stelle Gras hinmachen gleich, ne? Und dann kann das alles zusammen wieder hochwachsen. Gut, das kann ich machen mit. Welchem Trecker?
Ich noch irgendwo einen stehen? Klar, ich habe doch noch den Fendvario hier, den habe ich doch noch. Den nehme ich. Wieder aus. Wieder aus. Er kriegt den Status nicht gebacken. Wieder nicht. Das heißt, die Hütte da, die macht ständig den Motor aus. Nicht aussteigen. Richtig? Nee, komischerweise nicht, wenn ich aussteige. Das sieht anständig aus. Das nehme ich mal so. Anständig aus. Das wieder aussteigen, sonst. So. Okay, Mann. Ich wollte den Flug haben. Wo habe ich denn den hingepackt? Ja, doch irgendwo mal so einen kleinen Flug hingepackt. Also. Das hier, ne? Ist der schönste Traktor, den es hier gibt. Wegen der Farbe. Wenn ich mir auch gleich wieder eine sehr schöne, schnucklige Tour machen, um von da aus hier runter zu fahren, nämlich quer übers Feld. Ja, so viel zuvor vorkonfigurierten Routen. Auch keine vorkonfigurierten Routen, ich mache meine eigene. Kreuz und quer durch die Botanik. Da ist ein Weg. Und noch. Aber nicht mehr lang. Zurück. Klappen das Ding. An der Straße so einen sauberen Abschluss hin. Geht zwar so ein ganz klein bisschen Wiese bei drauf, aber das ist egal. Wetter erstellen, zulassen. Jupp. Denken, zack.
Und einmal heben das Ding. Oh. Oh ja. So, das sieht zumindest schon mal von hier oben danach aus, als hätte ich auch wirklich den Anschluss an das Feld hier erwischt, rechts. Jetzt ja noch auf der linken Seite. Dann das komplette Feld hier gleich automatisch finden lassen, quasi. Frisch umranden lassen. Einmal komplett abernten. Okay. Hier so, ja. Hier so ungefähr, ne? Passen. Denken. Also ungefähr. So, jetzt noch die Seite. Tatsächlich nur hier vorne das Stück, ne? Die Ecke. Ah. Rest erscheint. Hier schon durch zu sein. Nee, da ist noch mal das. Da sehe ich doch noch normalen Boden durchgucken. Okay, also muss ich das hier so mitnehmen. Wie hier auf der anderen Seite auch. Ist ja auch nicht dramatisch. Das ist ja nicht viel hier. Kleine Stückel. Und noch einmal in der Mitte, ne? Wir müssen was haben.
Ich sollte vielleicht gleich noch mal nach der Walze gucken. Nicht, dass die gleich wieder versucht, über den anderen Trecker drüber zu fahren. So, und hier Felder begrenzen wieder anmachen. So. Ah, genau. Okay, das passt. Das sollte passen. Einmal kurz einen Blick werfen. Das sieht auf jeden Fall so aus, als gehen da noch mindestens zwei Bahnen. Das ist okay. Könnte ich doch schon mal schauen, ob ich das hier. Ich brauche erstmal den Rasenmäher hier. Ich mal gespannt. Also bei den anderen Feldern, da hat er das tatsächlich erkannt. Ja, obwohl ich die ja auf der Map kleiner gemacht habe, da jetzt kein Feld mehr ist. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob der hier auch erkennt, dass ich zwei Felder zusammengefügt habe. Bei der automatischen Felderkennung. Kann ich auch in den Wald stellen. So, zack. Dafür bräuchte ich halt, wie gesagt, entweder noch einen Abstellplatz, einen richtigen, oder noch besser halt irgendwie eine Scheune oder so, wo ich das reinpacken kann. Das wäre natürlich am besten. Hier. Wo ist denn mein Rasenteiler? Mein schöner Rasenmäher. Ich den ja eigentlich auch zum Kurs machen nehmen.
Nee, das muss ich gleich nochmal anpassen. Das mache ich aber mit dem nächsten Fahrzeug. Jetzt mal schön gerade auf die Brücke zu fahren. Ah, ich glaube, machen wir mal hier so eine Wendeschleife hin. Die können wir dann nämlich auch gleich für das andere Feld mit benutzen. So, einmal aus, einmal ein Stück zurück. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier habe. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den mit dem verbinden, dann haben wir es doch da schon mal. Dabei. Ne, der geht tatsächlich drunter durch, das ist okay. Aber da muss ich noch mal bei. Der da muss weg. Ah, genau. Einmal schön gerade übers Fett. Muss ich hier nur noch eine Straße hin machen? Nein, Quatsch. Würde es ja sonst auch so abfahren, dann kann ich das auch so belassen, sage ich mal. Wer braucht denn schon Straßen, wenn er Felder hat?
Machen wir das mal bis zu dem Punkt hier. Bis zu dem ist super. Ja, noch einen Punkt zurück. Ah, der ist besser. Ja. Bis genau dahin. Jetzt muss ich einmal kurz auf die Map schauen. 45, 47, 48. Ist jetzt aber wieder anders, ne? Wir nennen das mal. Ja, der nennt das anders. 45, 47, 48. So machen wir das mal so. So, Punkt gesetzt. Nicht vergessen, das Ganze zu speichern. Ja, Mann. Okay, dann brauche ich nur noch für dieses Feld. Feldposition. So. Ah, guck mal. Machen wir das mal so. Den Weg. So, jetzt ab. Fahrzeuge auf dem Kurs. 1. Anzahl vorgewendet. Ja, die hätte ich jetzt gerne. Auf jeden Fall. Nämlich 3. Ja, brauche ich. Vorgewende weich im Uhrzeigersinn. Das ist okay. Überlappung 8% ist auch okay. Hoch runter automatisch. Inselumfahrung. Ei, was? Nein, Quatsch. Feldgrenze 2. Ah ja, das habe ich gemacht, damit der nicht in der Leitplanke hängen bleibt. Richtig. Okay, und einmal Feldkurs generieren. Was? Zum Geier macht er da? Gar keinen Fall. Fahrtrichtung längste Kante. So, nochmal. Jetzt aber. So, dann schließen wir das mal wieder. Einmal Feld speichern. 47, 48. Ne? Das ist der Rasenmäher. 47, 48. Okay. Gut. Wo muss ich denn anfangen? Mach mal die Map auf. Ist gar nicht drin. Ach so, doch, ist er da. Da oben muss ich anfangen. Okay.
Maus ist noch da. Warum ist die Maus da noch? Achso. So, irgendwo hier, ne? War der Anfang da vorne. Nochmal rein. Dann soll er uns mal zeigen, wo der Frosch die Lücken hängen hat, ne? So war das doch. Anderen Wagen hier benutzen. Ja, stopp. Yep. Na, Wagen ist schön, aber doch nur ein Anhänger. Er kann das gar nicht, was ich von ihm will. Weißt du was? Komm. Da stehen das Ding. Da noch eine Reihe? Ich glaube schon, wenn der da hinten so weit ist, dann geht da noch eine Reihe. Mal den. Moment, wir machen das mal so, dass wir dafür auch noch einen Kurs legen, ja? Also einmal. So, einmal Aufzeichnung starten. Haben wir das aber auch ganz exakt hier vom Haus her? Noch gar keinen Punkt gemacht, ne? Haben wir noch ein Stück geradeaus. Okay. Hoffen wir mal, dass das jetzt so passt. Und aus die Routenaufzeichnung.
So. Einmal von da nach da. Einmal gucken, wo was ist hier. So, der fährt genau bis mit der Nase bis dahin, ne? Ups. Bis zu dem Punkt. So. Und dann sollte er da entladen können. Also muss das der Punkt sein. Nicht das denn? Wie heißt das? Wie heißt das? Das, wo beide Sachen an sind, hier. Das heißt, Silageproduktion 2. Oder II. Das kann man es auch nennen. Ist die Silageproduktion. So. Okay. Silage Produktion entladen. Genau. So, dann machen wir die Hütte aus. So, siehst du, da kann ich auch gleich mal dabei bin. Testen, ob das funktioniert. Also abtanken und Silageproduktion. Nee, nicht Silo 1, sondern Silageproduktion entladen. Das an und das an. Gleich gucken, ob das funktioniert oder nicht. Den Weg scheint er zu finden. Ja, kann er ruhig zwischendurch fahren. Jetzt gemacht, abtanken 77. Da habe ich da drauf geklickt. Jetzt. Jetzt kann ich zumindest sehen, ob der das schon richtig fährt oder ob der hängen bleibt. Oh, er heizt einfach mal durch. Aber mal so richtig. Und Feldkurs laden. Welcher heißt Rasenmäher 4748?
Laden aktivieren. Muss ich natürlich theoretisch auch noch aktivieren hier. Ausmachen. So, dann mach mal. Man konnte keine Werkstatt finden. Was zum Geil macht der? Da einen zu viel angemacht hier. So, anmachen das Ding. Dann werfen wir mal einen Blick. Ist repariert, ist vollgetankt. Getankt. Nö. X. Reparieren. So, jetzt. Das haben wir schon. Und dann können wir den auch noch mal nehmen. Reparieren, voll tanken. Foltern. Okay, der fährt. Der ist fleißig. Der ist fleißig. Okay. Kann ich auch tatsächlich einmal wieder Break machen an der Stelle? Ich gehe mal davon aus, dass der da hinten trotzdem anständig, also eine Überlappung drin gehabt gerade damit, ne? Wir werden sehen, ob er das richtig gemacht hat oder nicht. An irgendeiner Stelle werden die sich ja getroffen haben. Mal aus. Aus, habe ich gesagt. Und einmal zusammenklappen. An der Stelle war es. Okay.
Ja, hat aber anständig. Das ist gut. Hat soweit anständig durchgewalzt. Ich muss er eh noch mal fahren. Okay. Und nichts wie nach oben und da weitermachen. Ach, ich muss auf der anderen Seite ansetzen. Na sowas. Wie das denn passieren? Also gar nicht mal schlecht. Dann bin ich mit dem Walzen ja fast zusammen mit den beiden Sämaschinen fertig. Ja, das sind vorne sind das noch gut mit dem, was ich da noch mal herwalzen muss. Anderthalb Bahnen, da kann ich gleich einmal kurz von Hand das Stückchen fahren. Dann sind es noch zwei. Zwei Bahnen sind es dann. Oben, das lasse ich jetzt einfach durchrollen. Dann gibt mal alles hier. Volldampf voraus. Schon wieder gut aus. Ü. Der so treibt, werden wir nachher sehen. Na gut, bis auf das Zwischenstück da, wo halt nochmal wieder neuer Grassamen nachher hin muss, ist eigentlich schön zu fahren, dieses Feld. Ordentliche Massen, die hier runterkommen. Ja, Mann, gefällt mir. So, dann bleiben wir jetzt mal bei dem dabei. Und ich bin noch mal für ein paar Minütchen im Hintergrund und natürlich nach einer kurzen Pause wieder für euch da. Bis gleich.